Ja, meine lieben Freunde, da sind wir wieder mit einer neuen Warnung, sage ich mal, weil die jetzt aktuell ist, weil die jetzt neu ist. Das hier sieht aus, als wäre es von der Bild-Zeitung. Ist es natürlich nicht, denn wenn wir hier oben reingehen, sehen wir hier mobilebutzinfo.com. Es ist also, hat nichts mit der Bild-Zeitung zu tun. Ja, und wenn man hier draufklickt, kommt man übrigens auf eine bereits gesperrte Seite. Ja, das ist also bereits gesperrt. Aber das tut ja dem Ganzen keinen Abbruch, um euch mal zu zeigen, dass das alles ein riesengroßer Schmarrn ist. Habe ich im letzten Video schon gemacht. Hier steht jetzt, die Höhle der Löwensystem macht deutsche Bürgerreich. Sendung darf nicht ausgestrahlt werden. Der Sender ist stinksauer. Und die Bild-Zeitung, ja, die Bild-Zeitung, was natürlich nicht die Bild-Zeitung ist, dürfte uns allen klar sein, hat jetzt hier einen Artikel dazu veröffentlicht. Ja. Und zwar... Die 2018 Staffel ist abgeschlossen und die Zuschauer können sich wieder bla 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 bla. Allerdings darf eine Folge nicht ausgestrahlt werden. Es handelt sich um ein System, mit dem der deutsche Bürger ganz einfach von zu Hause aus 7.380 Euro verdienen kann. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Bild liegt Videomaterial dieser Sendung vor. Auch das ist natürlich vollkommener Quatsch, weil das haben die alles komplett frei erfunden. Dieser ganze Artikel ist komplett frei erfunden. Auch dieses traf Carsten Maschmeyer, das hat er natürlich nie gesagt, was hier steht. Eine absolute Schande, dass die Politik sich wieder einschaltet und das System geheim halten will. Damit soll suggeriert werden, dass die Regierung quasi dagegen ist, dass hier mit Bitcoins gehandelt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Regierung völlig egal ist, aber... hier werden auch Bilder von Judith Williams, Carsten Maschmeyer, werden hier missbraucht, um ein System anzupreisen, wo ihr nur verlieren könnt. Nicht mit Bitcoin, sondern das, was hier angeboten wird. Mit Bitcoins kenne ich mich nicht aus. Hier wird auch suggeriert, dass diese Software, die hier runtergeladen werden kann, was hier ja schon nicht mehr funktioniert, ja. Ja, das funktioniert schon nicht mehr. Und jetzt ist es ja immer so, dass sie dann unten auch so, jetzt aktuell Transfermarkt.tv, Impressum, guck mal. Und es führt alles zum gleichen Link. Ne? Das soll ja aussehen wie, wie die Bild-Zeitung, ist natürlich Quatsch, das führt alles zum gleichen Link, der nicht mehr funktioniert. Aber ich werde euch gleich mal zeigen, wie ihr natürlich ganz schnell rauskriegen könnt, dass das hier alles Fake ist. Wir nehmen mal den hier, Elias Porques, der heißt nämlich hier... Ne, das ist der falsche. Moment. Das auch nicht. Das auch nicht. Wo ist er denn? Ich hatte den Emil doch gerade noch. Da ist er. Da heißt er Alex Silvester. Und das ist eine ganz andere Seite. Hier geht es um was ganz anderes. Ja. Das ist natürlich auch eine Fake-Seite. CNN-Style. Ja, das ist genauso ein Fake. Hier heißt er Erik Silvester. Ich habe ihn noch einen gefunden, da hieß er irgendwie was mit Holzkopf oder so ähnlich. Und ihn hier, Daniel Barrault, den findet man hier auch zuhauf. Der ist hier, glaube ich, auch da. Ne, der Cory Singleton heißt er hier. Und hier heißt er Armando J. Das ist das trügerische, untrügerische Kennzeichen, dass diese Seiten gefaked sind. Ja, falls ihr mal auf so eine Seite kommt... Und der Link funktioniert noch, lade die Software ja nicht runter. Das ist alles totaler Quatsch. Ja, das ist totales Abzocke, Unsinn. Ja, schade, dass das hier nicht mehr geht. Ist jetzt ein bisschen schade, dass der Link nicht mehr geht. Ja, das hätte ich euch jetzt gern gezeigt. Hilt on track, ist egal. Auf jeden Fall funktioniert nicht mehr. Was ich nur sagen wollte, das ist natürlich alles Kokolores, ja. Fallt nicht drauf rein. Das ist totaler Unsinn.